Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Football School. Das ist ein Spiel, wo wir einen eigenen Fußballclub haben und unser Ziel ist es, den Spieler Verluten zum besten Spieler aller Zeiten zu machen. Ich habe bereits ein Team, was aus 3 Spielern besteht. Dieses Spiel ist ein bisschen anders, denn du kannst nur 5 Spieler maximal haben. Wir haben im Sturm Verluten. Und ich ein bisschen enttäuscht bin, muss ich sagen. Der macht nicht so viele Tore, wie ich dachte. Im Mittelfeld haben wir Konkrafter, weil es ist der einzig blonde YouTuber gewesen, der mir eingefallen ist und der war halt blond. Und im Tor haben wir Snily Snyles, der überraschend viele Tore macht. In der letzten Folge haben wir es geschafft, in die Regionalliga aufzusteigen. Und wir haben auch ein eigenes Stadion, die Wade Shadow Legends Arena. Weil die ganzen Fußballstadien haben ja alle gekaufte Namen. Deswegen mein Name ist auch gekauft von einem beschissenen Spiel. Ich sag's nochmal, ich will keine Werbung für das Spiel machen, das Spiel ist Trash. Ich verbessere mal die Sitzmöglichkeiten in meinem Stadion. Zack. Noch mehr Sitze. Ja komm, noch mehr Sitze. 130 Sitze haben wir jetzt. Das Ziel ist im Grunde halt wirklich aufzusteigen. Geld generiere ich halt, wenn ich Heimspiele habe, weil dann kriege ich halt Ticketverkäufe und ich habe hier so einen Burgerstand. Da gibt es Dörrburger, diesen Top. Und für jedes Spiel kriege ich halt Clubpunkte und Kohle. Es geht ja hier zum Beispiel um unser Spiel gegen Emberport, die einfach aber viel kranker sind als wir. Die haben Teamskill 6 und wir sind 3. Das heißt, wir werden uns hops nehmen. Aber ist das ein Heimspiel? Ist kein Heimspiel, verdammt. Da gibt es nicht so viel Kohle. Treffen halt nichts. Und deswegen, guck ich es mal an, da geht halt echt alles daneben. Deswegen, wir werden noch ein paar Mal verlieren. Ich werde aber wahrscheinlich erst wieder das Turnier reinnehmen, wenn wir auch mal hier eine Chance haben zu gewinnen. Hier skill ich mal Snyder, als ein besserer Keeper ist. Der hat eine schnelle Reaktionszeit vorm Tor. Funktioniert, finde ich, noch nicht so ganz, aber skillen wir das mal. Mein Team trifft wie immer nichts. Ich booste mal, dass der Schuss präziser ist, härter ist und es trifft trotzdem keiner. Edel, Ausdauer regeneriert für alle. Mann, wie könnt ihr denn nicht treffen? Trefft doch mal! Was sind das für Schüsse? Ich meine, ernsthaft, guck dich das an, meine Spieler haben 3-mal aufs Tor geschossen und die gingen einfach immer gegen den Pfosten. Ihr könnt ja nichts! Dabei hat er Schuss 4, das ist gar nicht schlecht und trotzdem trifft er nichts. Komm. Keine Zuschauer, Freundschaftsmatch, egal. Das macht die Spieler immerhin besser. Wenn ihr die erste. Komm, ihr müsst das doch mal gewinnen. Die sind so schlecht, die Gegner. Es sind die schwächsten Gegner, die ihr kriegen könnt und trotzdem trefft ihr nie das Tor. Ey, was ist das denn? Endlich mal. Das kann nicht sein. Ja, ich lasse die. Okay, jetzt auf einmal trefft ihr. Es ist ja ein Witz. Es ist ja ein Witz. Die ganze Zeit enttäuscht ihr mich. Und jetzt kaum meckere ich mal hardcore. Macht ihr 4 Tore. Na gut. Na gut. Na gut. Alles gut. 5 Tore. Was stimmt? Hä? Ich glaube, die Gegner haben einfach keine Ausdauer. Und sind deswegen die ganze Zeit kaputt. Und deswegen haben meine Spieler mehr Chancen. Aber warum habt ihr es davor im Finale nicht gemacht? Da hätte ich das gebraucht. Ah, ich brauche erst eine Lizenz, um 4 gegen 4 spielen zu können. Das kommt erst, wenn wir aufsteigen wahrscheinlich. Wir müssen jetzt aber das Turnier planen. Es hilft ja nichts. Durch Freundschaftsspiele gibt es kein Geld. Auf so einem regionalen Cup. Gegen Long Beach spielen wir. Was haben die für ein Team? Ich bringe meinem Manager mal die Fähigkeit Schock bei. Ich weiß nicht genau, was das bringt. Also ich meine, wir können die Gegner betäuben. Was auch immer das bringt, hätte ich Bock drauf. So, jetzt gehen wir ins Turnier und wir spielen gegen Long Beach. Die erste Runde werden wir wohl gewinnen. Wenn es ein Heimspiel ist, gibt es Fettkohle. Ist ein Heimspiel. Auf zur Wait, Shadow Legends Arena. Los geht's. Guck, ich betäube jetzt einfach mal alle gleich. Achtung. Nee, nee, wollt ihr... Jetzt betäube ich alle. Zack. Jetzt, deine Chance. Freies Tor. Freies Tor. Konkrafter, mach was. Nein, Paluten, mach was. Ja, es ging. Die waren ultra betäubt wegen der Fähigkeit. Wie overpowered ist das denn? Hätte ich viel früher freispielen sollen. Das ist ja eine Killerfähigkeit. Nein, nein, wie konnte das passieren? Wie konnte... Wieso sagt ihr so schlecht? Wieso sagt ihr einfach so schlecht? Das tut ja weh. Das tut ja weh. Ich kann aber gleich nochmal schocken, die Fähigkeit. Wenn wir in Overturn kommen. Okay, hallo, 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 was tut ihr? Was tut ihr? Was tut ihr? Komm, Krafter, machen, machen. Nein, na, was ist das? Was ist das für ein Schuss? Was war das für ein Schuss? Komm, Paluten, Paluten, Paluten. Ja, oh Gott, ey. Okay, aber wir sollten das jetzt gewonnen haben. Die Führung ist so hoch. Okay, gut, wir haben ein Match gewonnen. So, die müssen noch ein bisschen pennen, weil sie halt keine Fitness haben. Na gut, als Mittelfeldspieler muss er wahrscheinlich am meisten laufen. Ich gebe ihm mal mehr Ausdauer. Und intensives Training, so. Und ihm gebe ich mal den Körper. Er braucht, Snyder braucht einen Körper, so. Okay, jetzt haben wir aber die Runde gewonnen. Das war das Auswärtsspiel. Gewonnen, easy, gut. Dann sind wir jetzt aber im Finale, ohne Scheiß. Also, oder spielen wir nochmal gegen die? Es wird doch ein bisschen viel qualifiziert fürs Finale. Aber nur eins, oder? Nur eins? Nur eins. Hinspiel gewonnen, okay. Das wär's, das wär's. Komm, jetzt. Ja, nein, ja, ja, nein, na, ja, komm. Die sind immer noch geschockt. Nein, komm, das kann nicht sein. Die sind immer noch geschockt. Nein, nein, Snily, nein! Die lagen auf dem Boden, die Gegner, und ihr habt es geschafft, den Ball ins eigene Tor reinzuballern. Nein, nein, nein. Ball wird nach vorne getragen. Der war mal zu nah am Tor. Paluten, jetzt machen rein. Machen rein, machen rein, machen rein. Machen, nein, das ist nicht die Ecke. Jetzt machen rein. Nein, ja, nein, nein, nein. Okay, komm, Krafter, schnappen dir.
Nein. Oh. Snidely, komm, machen rein. Nein. Nein. Ja? Nein, 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 nein. Gehalten! Schön, Snidely! Das war stark! Hast jetzt deinen eigenen Spieler angeschossen, aber das, also, ansonsten war stark. Palut, komm. Komm. Nein. Wie könnt ihr so oft das leere Tor nicht treffen? Das ist halt keine Ausdauer mehr. Paluten, macht einen Schuss. Wir liegen hinten, das wisst ihr schon, ne? Ihr müsst was machen, das wisst ihr. Wenn man hinten liegt, muss man selbst ein Tor schießen, damit man nicht mehr hinten liegt. Ihr Verlierer. Ja. Aber es gibt ja jetzt ein drittes Spiel, ne? Ein Entscheidungsspiel. Ihr Verlierer, Mann. Wir müssen nur in die Overtime kommen. Komm, Kipster. Paluten, Paluten, Paluten! Nein, du Dödel! Nee. Okay, noch 5 Sekunden, dann sind wir in Overtime. Nicht. 2000 Jahre später. Ich trainiere bei Paluten quasi nichts anderes, außer Schuss, 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 Schuss. Aber kann er mal das Tor treffen? Nee. Wir haben nur kassiert. Deswegen, okay, Moment. Ich werde häufiger gefragt, Bardo, würdest du das Spiel empfehlen? Und Stand jetzt würde ich das nicht empfehlen, weil es fühlt sich komplett nach Glück und Zufall an, ob du gewinnen kannst oder nicht. Deswegen ist das Spiel so aufgebaut, dass du einfach 20 Mal im selben Turnier verlierst, so, bis du aufsteigen kannst. Ausdauer für euch, so, und jetzt doppelte Geschwindigkeit. Kriegt ihr irgendwas hin? Was soll das denn? Ernsthaft? Ich bin jetzt schon zum bestimmt 7. Mal nacheinander Zweiter geworden. Es ist so dumm. Es ist so dumm. Paluten hat bald den perfekten Schuss. Und trotzdem trifft er das Tor nicht. Wissen die Entwickler nicht, dass Verlieren scheiße ist? Und dass man nicht nur verlieren muss, um besser zu werden? Manche Teams gewinnen auch die meisten Matches gerade so. Ich hingegen bin einfach Leverkusen im Grunde. Ich werde jedes Mal Zweiter im Turnier. Ich gebe es jetzt auch die Fähigkeiten taktisch einzusetzen. Ich hol sie einfach raus, wenn es Sinn macht, weil... Ich habe das Gefühl, es wird ja eh ausgewürfelt, wer gewinnt. Ja, 3-0 gewonnen. Habe ich taktisch irgendwas Gutes gemacht? Nee. Ich habe die Fähigkeiten rausgehustet, ich habe nichts richtig gemacht, aber trotzdem easy 3-0 gewonnen. Nochmal zur Erinnerung, das sind Gegner, die wir gerade 3-0 besiegt haben in der Partie. Es ist so cool. Ich kann mich halt über einen Sieg nicht freuen, weil es wird halt gefühlt immer ausgewürfelt. Mal gewinne ich 3-0, mal muss ich in die dritte Overtime gehen, mach keine Tore, häng immer hinterher und mach dann ganz am Ende 3 Tore nacheinander. So, es wirkt jedes Mal ausgewürfelt. Vielleicht ist es ja am Ende anders, wenn du 4-5 Feldspieler hast. Na, wenn ich wüsste, dass man als Fußballspieler im Grunde nur schläft die ganze Zeit, dann wäre ich Fußballspieler und nicht YouTuber geworden. Das Ding mit Boxing School ist ja gewesen, da hat jede Verbesserung Sinn gemacht. Wenn du was verbessert hast, dann wusstest du, okay, du hast so 2-3 Kämpfe und ich bin krank genug, um dann den nächsten Gegner zu besiegen. Hier, mein Team wird ja immer besser. Die trainieren ohne Ende. So, Kick auf Stufe 6. Da ist Stamina 6. Stamina. Die sind alle relativ gut eigentlich, würde ich sagen. Und das lutscht. Weil ich weiß nicht, worauf ich hinarbeiten soll. Klar, die werden besser. Die schlafen zwar auch viel, die werden aber auch besser, klar. Aber es ist einfach nicht der Weg, jedes Mal ins Finale zu kommen und da zu verlieren. Das hätte man viel eleganter lösen können. Zum Beispiel mit einem richtigen Ligasystem und nicht nur ein Turnier. Mit einem Ligasystem spielst du nicht immer gegen dieselben Gegner. Mit einem Ligasystem kommst du nicht immer ins Finale und scheiterst, sondern du kannst vielleicht auch mal als Zweiter aufsteigen. Moment, wofür muss ich jetzt 11.000 bezahlen? Was? Deswegen zahle ich so viel? Weil meine Spieler 8.000 nehmen? In der Woche? Was? 4.000? Was ist das denn? Was ist das denn? Wieso sind meine Spieler so teuer? Ich kann auch nicht jedes Mal einen Kredit aufnehmen, weil meine Spieler, macht ja nicht mehr Sinn. Meine Spieler verlangen 8.000 in der Woche. Pro Sieg kriege ich irgendwie 3.000. Ich habe aber nur, gut, man spielt ja immer dreimal gegen Gegner, weil das Spiel ist halt auswürfelt so. Von 6 Spielen habe ich 2 Heimspiele. Ich kann gar nicht das Geld generieren, was meine Spieler fressen. Ganz ehrlich, sorry. Sorry. Das ist ein schlechtes Spiel. Das ist einfach ein schlechtes Spiel. Ich hatte Hoffnung, ich dachte, das ist durchdacht, das Spiel. Aber nee. Und ich habe jetzt ja auch keinen kolossalen Fehler gemacht oder so. Meine Spieler haben ja alle mit 2-2-2-2 angefangen überall.
wie oft ich die schon alle verbessert habe. Und trotzdem reicht das halt nicht, um irgendwas zu gewinnen. Dumm ist es! Okay, ganz ehrlich, ich breche das Projekt ab. Es hilft ja nichts. Ich will mal kurz erklären, warum. Grund 1, die Spieler verbessern sich anscheinend zu langsam. Um aufzusteigen, ich kann nur dieses Turnier spielen. Ich kann zwar diese Freundschaftsspiele spielen, da werden die Spieler von den Skillpunkten besser, aber ich sag mal so, von den Skillpunkten gibt es ja zwei Kategorien, einmal die obere und die untere Reihe. Ich war bei beiden Reihen in der Mitte, also zur Hälfte ausgeskillt. Ich habe jeden meiner Spieler irgendwie 12-mal verbessert oder so. Hat das irgendwas gebracht? Nee, ich kam immer ins Finale und habe wieder verloren. Und das war jedes Mal so. Die Spielerkosten sind aber hochgegangen. Es gibt aber keine Möglichkeit, selbst mehr Geld zu generieren. Klar, gut, hätte ich mein Stadion noch mehr verbessern können, dann hätte ich ein bisschen mehr verdient. Klar, was ich dafür aber machen müssen, ich hätte noch mehr Kredite aufnehmen müssen. Und wenn du eh schon verschuldet bist, das ist doch nicht Sinn der Sache, dass du dich immer verschuldest. Und es kann doch auch nicht sein, dass das Spiel darauf ausgebaut ist, dass du verlierst, verlierst, verlierst. Meine Spieler waren teilweise zur Hälfte ausgeskillt in der Regionalliga. Und es reicht nicht, um irgendwas zu gewinnen. Da guckst du die Spiele an, du gewinnst einmal 4-2, nächstes Spiel verlierst du 5-0, das Spiel danach gewinnst du wieder 3-0. Das ist einfach ausgewürfelt. Wenn ich das Gefühl hätte, dass Skill da irgendwie was entscheidet. Oder Formation. Ich habe da jetzt viel ausgeschnitten, aber ich habe wirklich jede Formation probiert, wo man sagt, ja okay, es macht irgendwie Sinn. Mein Team war ausgewogen. Verteidiger, Mittelfeldspieler, Stürmer. Das kann nicht sein, dass das so nach hinten losgeht. Und dazu, du hast 3 Spiele gegen jeden Gegner. Ein Hinspiel, ein Rückspiel. Die gehen halt immer 1-1 aus, also Sieg, Niederlage. Und das dritte Spiel. Und das dritte Spiel ist auch immer auswärts. Wie soll man denn so an Geld kommen? Das ist Bullshit. Und ich habe es jetzt versucht, 2 Stunden aufzunehmen. Es ging einfach nicht. Davor, im letzten Video, habe ich ja auch schon eine halbe Stunde da gehangen. Es geht einfach nicht. Sorry. Wir müssen uns einfach abbrechen. Es tut mir leid. Paluten wird kein großer Fußballer. Er ist ein Boxer geworden. Boxing School war ein cooles Spiel. Davon bitte mehr. Aber von diesem Fußballspiel, das muss man eigentlich zurückgeben. Das ist einfach dumm. Gut. Dann sehen wir uns aber bis zum nächsten Mal. Nicht mehr mit diesem Spiel, denn das hat mich einfach enttäuscht. Richtig hardcore enttäuscht. Die Lebenszeit kriege ich nicht mehr wieder.